Oh man, jetzt aber. Yeah. Volltreffer, yeah. Yeah, Onslaught Kill. Was heißt Onslaught eigentlich? Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwas hergequatscht. Okay, 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 wie viel P sind's noch? 255. Glutz. Na los, One-Hit-Kill, das schaffst du. Ah ja, du bist echt scheiße, weißt du das? So, nochmal Glutz. Jetzt lass ich gleich Yank Akimoto ran, ey. Weil ich jetzt so hart drauf bin langsam. Kratzer. So, jetzt sind es noch 100 und noch was. EP. Naja, fast wäre ich nach rechts gegangen. Das wäre ein Highlight. Dann müsste ich alles neu machen. Ich speichere mal nochmal. So. Warte, hey, meine Mini-Anwendung von Windows 7 spielt verrückt. Die flackert total. Was jetzt? Perfekt. Perfekt, Anthology. Keine Ahnung. Hab ich auch wieder so rausgesagt aus meinem Kopf. Ich sag jetzt einfach alles aus, wenn durch den Kopf kommt. Sehr effektiv, ja, ja, ja. So, jetzt ist Yanka Kakimoto in der Haus. Ja. Yeah. Gut. Ich begrüße euch, Level 16. Und es entwickelt sich, Ladies und Gentlemen. Unsere Schlappeniete wird stärker. Seine Krallen wachsen und seine Flamme wird stärker und es kriegt ein neues Heißglut-Hexor. So. Ja, yeah, jetzt haben wir einen Glut-Hexor. Ja. Yeah. Und mit dem Glut-Hexor können wir sehr viel Schaden anrichten. Ja. Yeah. Aber erst einmal müssen wir zurück und unser Glut-Hexor verstärken, indem wir seine Leben wieder auffüllen. Ja. Yeah. Hallo Schlampe. Siehst echt geil aus. Nee, Spaß. Beiseite. Hi, meine scheiß Pokémon, Bitch. Das ist die Pokeschlampe in diesem Spiel. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Nee, Quatsch. Danke, deine Pokémon sind wieder fit. Komm, jetzt sei wieder vorbei. Ja, yeah, ja, yeah, halt's Maul. So, mal schauen, was der Kevin LP für Pokémon hat. Einmal dieses Glutexo, das kennen wir ja. Tauboga? War mal der Wichser Tauboga. Tauboga ist kacke. Naja. Pikachu, du, diese Schwuchtlatten Pikachu im Team, ich glaub's nicht. Dieser Knasp ist geil und Smeppo ist schwul. Okay. 3 zu 2. 3 geil, 2 schwul, so. Ich lage jetzt diese Schwuchteln ab, so kann ich doch mein Team nicht lassen. Nee, nee, nee. Erst mal an die Box hier. Yeah. Nein, an die Box. So, jetzt boxen wir jemanden. Hahaha. Tauboga ab. Du bist scheiße, also gehst du weg. Und Smeppo weg mit diesem Schwuchtel-Scheiße hier. So. Gut, jetzt haben wir nur noch Gangsters im Team. Bis auf Pikachu. Können wir Pikachu auch ablegen? Nein. Na doch, geht eigentlich, aber egal. Scheiße, meine Maus ist da rechts dran, aber jetzt ist sie weg. So. Wird Zeit, unser Glut-Hexo aufzupimpen. Und damit meine ich so richtig aufpimpen. Level 100. Was zum Teufel? Ich komme gerade von Mondberg. Meine Pokémon sind in Bestform. Schön für dich. Na, was hast du denn für einen Kleinstein und Onyx, oder? Na, mach Holo, Alter. Ja, so sehe ich auch aus in Real. So. Erst einmal Glutz. Er ist noch Step drauf, deswegen zieht's mehr ab. So. Glut nochmal. Was? Willst du mich verarschen? Vorhin hat's doch bis zur Hälfte und jetzt nicht einmal bis ganz. Oh man. Glut-Hexo benutzt Glut.
Ein Kleinstein, was? Dieser Knosp. Kleinstein ist schwach gegen Pflanzen. Und seine Schwäche nutzen wir natürlich aus. Vierfache Stärke. Du hast gut gekämpft, danke. Okay. Was ist hier in diesem Gras? Ein paar Hippies, die Gras rauchen. Eieiei. So sieht Kevin LP in real aus. Ich glaube, ich fange eins und nenne es Kevin LP. Ja, das mache ich. Okay. Pokéball. 1, 2, 3 und yeah. Okay. Hallo, Kevin LP. Möchtest du Knuffern als Spitznamen geben? Ja. K-E-V-I-N-L-P. So. Da würde es sich freuen. Was jetzt? Noch ein Knofenser, was? Ja, so, das verbrennen wir natürlich. Eieiei, das bringt dir gar nichts. Nein. Was? Was? Du hast überlebt? Ja, leck mich doch fett. So, jetzt. Arschloch. Niemand überlebt meinen Glutes. So, eat this, Motherfucker. Die Trainer in der Gegend kommen zum Üben hierher. Ja, ja, ja. Ist mir schon klar. Yo, denkst du wärst cool oder was? So, jetzt hauen wir mal Glut raus und verbrennen diese Ratte. Oh, Hyperzahn. Er beißt uns, rasse pissiges Viech. Aber jetzt ist es down. Level 17. Habitak, was? Ja, 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 Habitak. Fick dich ins Knie. Glut. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Scheiße. Hat Kevin LP Trinke? Ja, hat er. Okay. Ach, noch ein scheiß Schnabel. Ach, scheiß drauf. Glut. Yeah. Rot besiegt Teenager. Warum heißt er rot? Ist es seine Lieblingsfarbe oder was? Naja. Du möchtest so, Bill, aber erst wird gekämpft. Der hat ein Onyx und einen Kleinstein. Nee, dann nur einen Kleinstein. Ach, scheiße, Kevin AP hätt's gewusst. Ja. Yeah. Ah, Kevin AP. Na komm, wie heißt dieses Pokémon? Kevin LP, Rankenhieb. Kevin LP hat große Arbeit geleistet. Du hast viel Erfahrung. Nein, gegen den darf man nicht kämpfen. Den brauchen wir für Mew, hat Kevin LP mir beigebracht. Er hat mir gezeigt, wie man Mew fängt. Aber eigentlich wusste ich das schon vor ihm. Ich habe in YouTube gegoogelt. Ja. Yeah. So, jetzt einmal Glut und verbrennen dieses scheiß Nidoran hier. Ja. Yeah. Nein, Hornattacke. Scheiße. Nein. Das darf nicht sein. Okay. Holen wir uns eine Lusche an. Anstelle von Glutexo. Quasi als Kanonenfutter, bis wir unser Glutexo geheilt haben. So, jetzt einen Trank raus. Oi, oi, oi.
Ja, Pikachu ist eh scheiße, also weg damit. So. Glutex ist hier der Master aller Pokémon. Aber der Geistermaster ist immer noch Glurak. So, ich habe jetzt keinen Bock zu wechseln, deswegen greife ich an mit Donnershock. Okay. So, Glutexo. The Master of Masters. The Gluties of Glutexos. Yeah. Heuler, was? Nein, das bringt dir nichts. Nein, nein, nein. Aua, aua. Ja komm, nerv mich nicht weiter. Glut. So. Level 18. So alt ist Kevin LP. Ich kann keine Frauen stimmen. Ich war nicht in Form. Okay, noch einer. Ein Wanderer nehme ich an. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Ja, ja. Oh, ich mache mal kurz eine Aufnahme, kleine Pause. Bis gleich. Okay, Yanka Kimoto ist back. B-A-C-K. Yeah. Oh, 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 ich probier's mal. Langweilig. Erhöht nur seine Verteidigung. Aber ist egal. Glut ist eine physische, eine Spezialattacke. Von daher ist es mir scheißegal, ob es seine Verteidigung erhöht oder nicht. So, nochmal Glut. Glutexo verbrennt alles. Seine Stärke ist unbesiegbar. Ja. Und noch ein Kleinstein. Sollen wir es neu verbrennen? Nee, ich habe keinen Bock mehr. Los, dieser Knospär. So, ein Rackenhieb. Und du bist tot, Motherfucker. Eieiei. Ach, hallo. Rankenhieb. Man nennt dieser Knosp eigentlich Giftpuder. Ich glaube 22. Und nochmal. Ja. Tot. Dieser Knosp vielleicht Level 20. Wanderer setzt Kleinstein ein. So. Und tot. Du hast mich besiegt. Ich weiß. Okay, hier oben gibt's Geowurf. Den bringe ich Glutexo natürlich bei, weil Glutexo das geilste Pokémon ever ist. Außer Glurak natürlich. Glurak ist aber immer noch geiler als Glutexo. So. Diese Ratte setzt ein Ratzfratz ein. Glut! Ja! So, nochmal. Gleich zweimal. So hart ist nur Glutex und Yankarakimoto. Ja! Ach, Rettern, willst du mich verarschen? Yankarakimoto und sein Glutexo, wir werden dieses ownen. Nein! Scheiße. Okay, Yankarakimoto hat Angst und wechselt Glutexo. Weil ich Yankarakimoto bin, wechsle ich sowas. Weil ich so hart bin, ja. Yeah. So, Pikachu. Okay. Ach, so ein Mist. Und das ist hier Geowurf. TM19. Und das bringen wir jetzt der Glutexo bei. So, Geowurf. Pikachu kann Geowurf! LOL! Weg der Tage zu vergessen werden. Heuler weg! Ich flenne doch nicht. Mein Glutex hat keinen Grund zu flennen. So. Speichern.
Rot hat das Spiel gesichert. Und hier noch einer. Ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde. Der hat... zwei. Ich schätze, der hat einen Cliffhanger. Glaube ich. Kevin LP hätte es gewusst. Jo, setzen wir mal Geowurf ein. Eine Kampfattacke. Zählt immer die Anzahl an KP ab, wie Glutexo das Level hat. Das heißt, wenn Glutexo Level 100 hat, zieht Geowurf 100 KP ab. Ja. Yeah. Und nochmal Geowurf. Du kriegst aufs Maul, Rettern. Ja. Okay. Er hat sein Rettern in den Sand gesetzt. Hahaha. Geowurf wieder. Gut. Und nochmal. So. Ja, was soll der Geiz noch einmal? Lohnt sich zwar kaum, aber scheiß drauf. Level 19 für Yanka Kakimoto und sein Glutexo. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Zwei alte Rechtschreibs-Dings da. Und diese Fotze, die hat nur Knofensas und Miraplas, zwei Stück von jedem. Perfekter Köder für unser Glutexo. Okay, der hat nur drei. Dann hat sie eben nur drei Pflanzentyp-Pokémon. Ist auch egal. So, verbrennen. Das bringt hier gar nichts. Oh nein. So. Oh, scheiße, mein Headset liegt ein bisschen... Okay. Jetzt nervst du mich, aber du hast keinen Pflanzen-Pokémon. Jetzt ist ja Kakimoto wütend. Geowurf! Und nochmal! Ja. Yeah. Noch ein Mirapla. Sie will uns voll nerven. Und dieses Gebiebse geht mir auf den Sack. Oh, ein Absorber. So. Glut. Diese Pflanze brennt jetzt. Ja. Und die Verbrennung schadet Mirapla natürlich. Okay, Mirapla ist in der Hölle. Ich bin nicht neidisch. Ja, doch, das bist du. Was ist das für ein Haus? Küstenhaus, hier wohnt Bill. Wer ist Bill? Was ist das? Ah, okay. Hier geht's nicht weiter. Ich schätze, wir müssen in das Haus. Was machst du, Pikachu? Pikachu? Komm sofort wieder her! Pikachu? Komm her! Alles! Ich sag doch, Pikachu ist scheiße! Hallo, ich bin ein Pokémon. Okay, Spaß beiseite, ich bin keins. Okay, du Pokémon. Nenn mich einfach Bill ist ein Pokémon, okay? Er ist ein Pokémaniac, okay? Er ist ein Pokémon, ist ein Pokémon-Maniac und heißt Bill. Mir wurde ein Experiment missglückt, dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémons kombiniert. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Nee. Ich bin ja Kakimoto, ich helfe niemanden. Ich kann niemanden helfen. Was zum Teufel? Ich hab Nein gesagt. Ich sagte Nein. Pikachu! Was soll das? Pikachu? Pikachu? Hallo? Mika! Ja, Pikachu am Arsch, ich gehe. Leck mich.
Pikachu? Ist Pikachu schwul oder was? Oh nein, wieder Gequatsche. Ja, wir müssen denen helfen, aber ich kann niemandem helfen, weil ich Yanka Kakimoto bin. Am besten lasse ich Kevin LP wieder ran und wir sehen uns dann wieder. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Yanka Kakimoto hat es ein bisschen weiter gezockt. Hä? Okay. Pikachu? Hallo? Alles in Ordnung mit dir? Hallo? Pikachu ist verwirrt, weil Yanka Kakimoto gespielt hat, so, ist er jetzt verwirrt, was für ein Charakter ich jetzt habe oder so, was weiß ich. Rot hat das Zell separator in Gang gesetzt. Okay. Hui. Da staunst du, was? Meine Fresse. Klasse, danke Kumpel. Du hast bei mir etwas gut, ja. Bist du hier, um meine Pokémon-Sammlung zu sehen? Nein? Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Bootsticket. Damit können wir auf die MSN in Orania City. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so wie Trouble nicht. Hättest du Lust, hinzugehen? Ja. Ja, müssen wir wohl, ne? Pikachu, komm her. Pikachu, komm her. So. Tschüss, Bill. Du hast mein Pikachu ganz verwirrt. Ich hasse dich. Und ich komme nie wieder. Okay, gehen wir nochmal noch mal rein. Eine Liste von Bills Lieblings-Pokémon. Evoli. Evolution. Flamara. Feuer. Blitzer. Blitz. Aquana. Blubblase. Oder Blubblase. Oder Blubblase. Was weiß ich. Okay, dann gehen wir zurück nach Azuria City. Und alles wird blau. Und diese Fotze da ist weg von der Tür. Jetzt können wir da endlich rein. Die Leute hier wurden beraubt. Wir sind sicher, dass Team Rocket dahinter steckt. Sogar die Polizei ist gegen Team Rocket machtlos. Dann gehen wir mal ins Pokécenter und heilen erstmal mal. Willkommen im Pokémon Center. Was ist, wie geht's denn so, hä? Ich labe dich mal voll. So, jetzt hat dann 1, 2, 3, 4. 4 Pokémon? Wir hatten doch 3, oder? Wir hatten doch 3, wo wir wechseln. Hat Yanka Kakimoto. Was hat denn der gemacht? Was hat denn der gemacht? Hä? Hä? Ja. Das ist eine Beleidigung gegenüber alle die Leute, die Kevin heißen oder Kevin LP. Yanka Kakimoto, du Schwein. Oh man. So. Ja. Seit 3 Jahren lass dich mal wieder ein Pokémon frei. Tschüss. So. Und jetzt noch ein bisschen Musik dazu. Moment. Ein bisschen Musik noch. Und zwar drucken. Gebt mir die Musik auf den Sack. Okay, zurück. Ich habe keine Ahnung, was das Drucken ist. Falls du was willst, schreibt es dir einen Kommentar. Würde mich sehr interessieren, was es ist. Ich weiß es schon seit 10 Jahren nicht, was es ist.
Gut. Welches Level hat ein Glutexo? Oh, Level 19 hat er wohl gut trainiert. Damit haben fast alle Pokémon, die wir haben, Level 20. Gehen wir mal da rein. So. Dieses gemeine Team Rocket. Hört an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen. Eine TM, mit der man mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft teuer. 1 Euro beim Mediamarkt. Da fällt mir ein, ich will mir heute eine Paysafe-Karte holen und mir Battlefield 3 vorbestellen. Ne, Quatsch. Call of Duty, Modern Warfare 3, so. Und das will ich dann später auch let's playen. Hey, bleib draußen. Du hast ja nichts zu suchen, was ich hier tue. Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was, du glaubst mir nicht? Okay, unschuldiger Passant. Was hast du denn? Macholo. Sieht aus wie Yanka Kakimoto. Ah, er hat einen Geowurf beigebracht. Ziemlich gut. Hätte ich auch gemacht. Kein Grund gleich zu schlagen, Mensch. Geowurf ist auch eine Kampfattacke, aber sie schlägt niemanden. Ja, ja. Schlag mich ruhig. Schlag mich doch. Ah, ich liebe Geowurf. Auch wo ich klein war, habe ich es immer meinen Glutexo beigebracht. Oh, ist ja echt traumatisierend. Geowurf. Oh, nee. Ah, Hypnose schläfert mein Glutexo ein. Mist. Dann können wir nur das Wartespielchen spielen. Oder auch nicht. Nee. Tu ich mir nicht an. Los, Pi. Kachu. Oje. Hab keine Ahnung, warum es nochmal Hypnose eingesetzt hat. Aber gut, dass es nicht gehittet hat. So, sicherheitshalber kommt jetzt der Doppelteam. Damit seine Attacken nicht treffen, falls unser Pikachu eingeschläfert wird. Was ich nicht hoffe. Aber sicher ist sicher. Er greift uns weiter mit Turmfusion an. Und ruckt zu. Quatsch, Donnerschock. Und Traumato ist tot. Und ich habe Team Rocket besiegt. Okay, ich gebe auf. Ich verschwinde. Ich gebe die gestohlene TM zurück. TM 28. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Tschüss. Grüß deinen Kollegen von mir. Hüppa. Ich habe es Lust bekommen. Nehmen wir uns das Mappo mal mit. Maus weg. Okay. Oh, jetzt schaltet den PC ein. Oh, ich bin schon ganz heiser. Keine Ahnung. Irgendwie, als hätte ich vorher schon mal gespielt. Smetbo. Überall Fußspuren auf dem Boden. Als hätte hier ein Kangama sein Unwesen getrieben. Naja. Gut. Warum habe ich Smapper eigentlich mitgenommen? Keine Ahnung. Kam ja so im Instinkt, ich weiß auch nicht. Was für Pokémon gibt's denn hier? Ein Taube, sie. Ah, ich hätte noch heilen können, meine Fresse. Okay, was ist jetzt noch? Gibt's denn nur Taubsi? Ich schau mir noch eins an und dann verpisse ich mich.